Ja, hallo, liebe Gruppenreiseziele-Freunde. Ich melde mich heute, weil wir übernächste Woche, 27. und 28. Juli, haben wir den RDA-Workshop in Köln. Das wird wieder die erste touristische Messe in diesem Jahr sein, wo wir hinkommen. Wer uns da treffen will, wer mit uns sprechen will, bitte kurzes Mail oder mal auch über Facebook. Wir können da gerne Termine ausmachen. Wir kommen nach Köln. Das ist auch die Stadt, die als erstes einen Weihnachtsmarkt jetzt schon angekündigt hat, so wie auch Freiburg, Heidelberg, Fulda, Michelstadt, Wien, Salzburg unter anderem. Da warten wir jetzt auch gespannt, wie viele Städte sich da jetzt auch noch den Weihnachtsmarkt ankündigen werden. Denn wir haben ja eine andere Situation gegenüber letzten Jahr. Die Hälfte unserer Bevölkerung ist schon geimpft und dadurch sind die Voraussetzungen für einen Weihnachtsmarkt ganz andere wie in 2020. Also auf geht's zum nächsten Weihnachtsmarkt. Eine Sache noch kurz: Ein Busunternehmer aus NRW hat uns vor kurzem einen Reisebericht zukommen lassen, der nicht so toll ist für den Deutschlandtourismus gesamt. Wir haben damit auch schon Gespräche in Berlin unseren Tourismusfreunden dort geführt. Es geht um die einheitlichen Regelungen in den jeweiligen Bundesländern, die sehr unterschiedlich sind. Dass ich jetzt zum Beispiel in Europapark Rust in Baden-Württemberg ohne Test, ohne irgendwas reingehen kann, aber in Bayern beim staatlichen Museum nur mit Zehnergruppen rein kann und noch Test und alles Mögliche bringen muss. Also das passt nicht zusammen. Da hoffen wir, dass die Politik schnellstmöglichst einheitliche Regelungen schafft. Wir wissen, es kann von Berlin aus zwar gesteuert werden, aber die Länder sind dafür zuständig. Da hoffen wir darauf, dass bald was passiert. Unter anderem kommt auch demnächst eine neue App für die Autobahnraststätten in Deutschland raus. Da sagen wir zu dieser App als erstes bitte mal gleich die Raststätten nennen, die geschlossen sind. Denn das war das Problem auch von dieser Reisegruppe, die mit 35 geimpften Personen durch Deutschland gefahren ist und bei jeder zweiten Raststätte sozusagen nicht halten konnte, obwohl er anhalten hätte müssen. Wäre toll, wenn wir da alle Raststätten auch aufmachen. Das war's fürs Erste. Wir freuen uns auf Köln und wir freuen uns auf die Weihnachtsmärkte. Und es geht wieder los, es geht wieder aufwärts beim Bustourismus. Servus, pfiat euch. Gruppenreiseziele.com.